Ja, woanders her könnte der nicht gekommen sein. Wer randaliert denn hier mit Türen? Ich. Was mit Türen? Nicht mit Türen, sondern mit Schränken. Zu. Das sind die Lakritz. Ich weiß es genau. Ich hatte den Monk-Anfall. Ich musste alle Dinger da runter machen. Anfall von Monk. So, Tür. Hattest du denn für Türen genommen? Hast du nochmal eine Standardtür? Ja. Ah, selbst hier gibt's doch gar nicht. Im Flur bei deinem weißen Teppich. Genau das habe ich gemeint. Die Ratte kommt. Die Ratte kommt. Ja, genau. Minecraft läuft bei mir heute erstaunlich gut. Bei mir nicht dafür. Ich habe mal die maximalen FPS eingestellt. Ich glaube, das liegt daran. Habe ich vorher auf unbegrenzt gehabt, jetzt habe ich die auf 40 stehen. Also 10 höher, als ich aufnehme. Und das ich könnte mir gut vorstellen, dass das daran liegt. Dafür leckt es bei uns dann. Du hast alle Ressourcen Du aufgebraucht. nimmst unsere Hä? Leistung. Ich nehme eure Saugst das Leistung, so ein? ich saug die übers Internet auf meinen Ja. PC. Ja, Genau. Ja, das geht. Ja, ich weiß, dass das geht, aber ich mach's nicht. Ich müsste bei euch ein Programm installieren, damit das funktionieren würde. Er war schon mal an meinem Rechner, oh mein Gott. Nee, es gibt ja ein Programm, das Forschungseinrichtungen zum Beispiel benutzen. Da kann man die Leistungen des PCs dann bestimmten Projekten halt zur Verfügung stellen, wenn der PC nicht gebraucht wird. Das berühmteste Projekt ist zum Beispiel SETI at Home, heißt das. Da werden Bilder von Weltraumteleskopen oder Daten von Weltraumteleskopen ausgewertet und nach Aliens halt gesucht damit. Also nach Anzeichen auf außerirdisches Leben. Das ist das berühmteste Projekt. Das läuft schon seit über 10 Jahren, glaube ich. Das ist So einen berühmt, roten dass ich das Teppich. nicht kenne. Das ist das berühmteste davon. Du kannst das Programm, glaube ich, auch gar nicht. Na. Oh mein Gott, was hast du denn da in der Hand? Der Laufsteg ist jetzt zu Ich. Ende. Sollen wir verraten, was das ist? Nö, ne? Das bleibt ein Geheimnis. Haben wir doch schon, das ist ein Busch. Haben wir das? Büsche tragen ist modern. Ja, Büsche ohne Texturen und ohne Modell tragen ist modern. Das war mal Eichenlaub. Das hab ich in der Kiste hier gefunden. Wenn man das setzt, ist es auch wieder normal. Ich glaube, da gab es mal irgendwie einen Austausch der Daten irgendwie.
Und wenn man das setzt, wird das wohl in das neue konvertiert. Aber wenn man das in der Hand hält, bleibt jetzt das alte. Ach, du hast das Meins noch nicht ist aufgenommen. leider kaputt gegangen. Ich habe das ja aufgenommen vorhin. Ach so. Das kotzende Eichenlaub. Aha. So. Also hier unten von den Räumen her passt. Das finde ich okay. Möchtest du wieder eins haben? Ja. Da. Oh, guck mal, sogar wenn man es hinwirft, ist es so ein Ding. Ich habe nur noch 50 Stück, ich muss sparsam sein. Und alle nur in Größe 36. Passen wir doch locker rein. Ja klar, weil wir wiegen ja nur 45 Kilo und sind 1,80 groß. Ja, und haben Möpse wie Ballons. Wo mache ich denn mein Gästeklo hin? Tja, unten ist Das kein sieht Platz so mehr, würde ich albern sagen. aus. Ich glaube, Ja, du oder musst ich. oben halt so ein Riesenbad hinmachen. Ja, ich mache das hier so unter die Treppe, weißt du? Ja, aber Ist ganz auch gut. ehrlich, das Einzimmer-Apartment da drüben, ne? Ist ja eigentlich schon geil mit dem Riesenbalkon. Oh, was? Du fällst direkt da runter. Oh, hier ist Ich glaube, die Apartments Boxen. sind alle gleich. Die habe ich alle gleich gemacht in der Mitte. Welches denn? Das ist eigentlich voll cool. Das untere hat einen eigenen Garten mit Terrasse und in der Mitte, die haben einen schönen großen Balkon. Ajo, ja, der Balkon, der ist geil, Ich habe die oder? Apartments ehrlich gesagt angelehnt an das Wohnhaus meiner Eltern. Da sind die auch so. Das ist Hammer, finde ich. Was hast du denn da hingebaut? Was? Das ist ein illegaler Grill. Das ist mein legaler Grill. Aha, was ist das? Lavablock? Lavablock, hä? Nee, Nee, das da. Obsidian. Ach so, das sieht bei mir aus wie Lava, die gerade durch den Regen ein bisschen kalt wird. Ach so, ja, das kann sein. Obsidian ist ja kalte Lava. Aber da sind wie so, ja, wie so schwarze Steinchen drin und innen drin ist Lava. Ja, dann hast du da so eine schöne Textur. Ist cool. Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Sagt der Erklärbär. Ob ich hier so ein Klo hinkriege? Wie macht man ein Klo? Boah, selbst bei Regen und Dschungel läuft bei mir gerade alles gut. Was ist denn hier passiert? Irgendwas ist nicht normal gerade. Glaube, das wird zu eng. Ja, das wird zu eng, das passt nicht. Mach lieber ein Riesenbad oben hin. Kannst ja mit eigener Kackecke machen, so ein Bad. Finde ich auch immer nicht schlecht. Wenn da so eine Abgrenzung drin ist, der eine ist am Baden und der andere hat dann so eine Abgrenzung. Mit Dunstabzugshaube oben. Ja, da kann dir ja Marcel zeigen, wie das geht. Wäre auf jeden Fall praktisch, aber natürlich müsste die auch was leiser sein. Die darf nicht so laut sein wie die normalen. Zum Thema Kacken und Baden kann ich erzählen, was heute passiert ist. Oh nein. Mucki? Nee, er war es diesmal nicht, aber ich fand es schon ein bisschen unfair. Mucki war am Baden und Guido musste kacken. Und Guido geht nicht nach Boah. oben hin, sondern kackt nach unten in das Badezimmer. Da habe ich Boah. mir auch gedacht, armer Mucki. Boah. Boah. Das ist aber gemein. Das macht man doch nicht. Ich hätte auch Ist doch egal, gedacht, wie ne? alt er ist. Ja, hätte ich auch lieber gesagt, so geh nach oben, aber naja. So, wie mache ich denn jetzt mein Ich habe ihn Sauber? dann verdonnert, er solle doch bitte mit Deos sprühen. Wie viel kosten die Wohnung eigentlich oben zum Kaufen? Möchte nichts umbauen, ich möchte sie einfach nur kaufen. Vermutlich eine Wohnung in der Größe und dann noch unterm Dach. 250.000? Nehme ich. So teuer? Ist die
gar nicht wert. Hatte ich doch auch so einen Menschen. Ah ja, der Hundemensch. Ja. Ist aber auch am Dauerregnen hier gerade, ne? Ist echt Wuppertal. Mm. Wir gucken voll auf so einen Gülleteich da hinten, ne? Gülleteich. Ja, auf so einen. Die Lava. So Enten- Oder was meinst du? Ne, hier die Entengrütze hier. Ach so. Ist doch Natur, hallo? Entengrützteich. Ich bin untergetaucht da. Gerade für einen Moment. Entengrütze. Ach, da hinten? Baut sich wieder nicht auf hier. Es geht noch weiter mit Entengrütze. Mhm. Direkt an dem Dschungel ist auch so ein schöner. Wie heißt das noch? Sumpf? Ja, Sumpf. Hier in der Welt habe ich sowieso arge Probleme mit dem Aufbauen, das dauert sehr lange. Ja, das ist der Server, der ist, der kommt mit der Welt nicht so ganz klar. Die ist dem, glaube ich, ein bisschen zu groß. Der kommt auf die Welt nicht klar! Aha. Naja, der, die ist ja, keine Ahnung, wie groß ist die? So ein Gigabyte? Ist ihm wahrscheinlich ein bisschen zu viel mit einem Gigabyte RAM. Es wird mir alles zu viel. Huch, Mikro gekommen. Der Server wird zum Borderliner. Mhm. Er hat Burnout. Das wird voll die lange Folge, ey. Muss ich das zusammenschneiden? Ich glaube, ich pack das in ein Stück und dann wird das ein ganz langes Special, was ganz lange bei mir hochlädt, weil ich ja bei 1 in 1 bin. Noch, also ich nicht selbst, sondern ne, meine Mutter. Die total toll sind, nicht. Deine Mutter ist schuld. Ja. Ich muss sie töten. Hör aus. Nee, Quatsch. Gleich kommt direkt SEK-Welle vorbei. Echt mal. Muss ich aufpassen, ne? Erstmal rennt die Mutter weg wie so ein Hamster. Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass sie das guckt? Dann musst du es auf jeden Fall aufnehmen. Nee, macht sie aber nicht. Ich muss mir keine Sorge, alles gut. Hinter mir her. Ja. Doch, die macht das jetzt testweise, weißt du? Sie interessiert sich mal so dafür, was macht mein Sohn so? Ne, was? Nee. Und dann guckt sie halt hier so rein und denkt sich, was? Ich bin ein Hamster, wie süß! Nee, man muss ja sagen, dafür, dass sie ja mega zickig ist, ist sie ja wirklich eine sehr hübsche Frau für ihr Alter. Das ist was Positives. Mein Boden ist nicht so positiv. Der Lehm ist auch sehr hübsch. Das ist grauer PVC. Klasse, so möchte ich auch. PVC ist voll teuer geworden, hast du mal gesehen? Ja, ja, habe ich geguckt, hör mal. Das kriegst du jetzt auch Laminat für, ey, für den Preis. Ja. Echt? Ich wollte ja jetzt letztes Mal gucken, aber das ist so schweineteuer. Was haben die denn da reingemacht? 300 Euro bezahlen müssen. Mhm. Ich wollte ja auch so Billigzeug, ne? Damals gab es mal welches für 2 Euro oder so für einen Quadratmeter. Wollte ich ja für die Meerschweinchen nehmen, gab's gar nicht mehr. Musste irgendwie 6 Euro so nehmen. Hm. Voll heftig. Wahrscheinlich sind die ganzen giftigen Stoffe draußen, die so billig sind. Es gibt noch einen günstigen beim Roller, der ist aber super, super mini dünn. Ist schwarz-weiß, hier so, weißt du, mit so Kästchen. Und das kostet so, wie viel kostet das? 2 Euro oder 3 Euro pro
Läufst du gerade von deinem Headset ja, weg? Ja, habe ich auch oder? So das Gefühl. Die ist gerade Tschüss, Sandra! Ja, klar. Wenn ich immer, wenn ich denke, tue ich das Headset hier hinlegen und laufe durch die Bude, weißt du? Das ist so immer leiser und leiser und leiser und leiser. Und leiser. Ich suche einen Bodenbelag, Leute. Oh, ich habe einen Bodenbelag. Weil ihr meinen Bodenbelag so. Solange du keinen Zahnbelag hast. Ja, ich mache mir Zahnbelag auf den Boden. Ich mache hier gerade Witze wie ein gewisser anderer. Mit dem ich auch mal ein LPT gemacht habe. Oh Mann. Wie ist das? Hä? Auch Minecraft. Nein, der Boden. Der Boden, wie der ist cool. Ja, ja. Ich hab verstanden, wer ist das? Der Lukas war das da, oder nicht? Nee, der andere. Der andere. Der Martin. Der hat auch immer die Witze gemacht. Ach so, ja, aber Lukas hat auch immer solche Witze gemacht. Stimmt. Die ich den gehen. Oder? Sind doch verwandt, ne? Nee, hä? Die nicht. Die das ist Martin und Lukas? Nee. Nee. Hm. Jetzt kriege ich ja Augenkrebs, wenn ich hier reinkomme. Jetzt muss ich mir eine Sonnenbrille aufsetzen, wenn ich in meine Wohnung gehe. Findest du, ist mach es bei dir so hell oder was? Mach dir. Hat er. Hm. Was denn noch? Mach dir doch so einen Boden hier. Ich habe den Boden bei mir in einem anderen Haus auch drin. Hier, sowas. Sowas, was ist das? Das ist Quarz. Ja, okay, so hat sie ja bei auch. Sich in der Japan-Villa auch drin. Ja. Ja, ich habe ja jetzt wieder ein anderes Texturenpaket. Achso. Ja, dann kann ich das ja hier auch hinmachen, ne? Sonst sieht das ja so gemischt aus. Quarz ist voll edel, das sieht aus wie Marmor. Soll es, glaube ich, auch sein. Weiß so als Marmor-Zeug. Kann ich das ein. Ach nee, dann habe ich ja so eine Stufe bei mir, wa? Oder ein Boden aus Eis. Musst du aber immer Schuhe tragen, Hausschuhe. Sonst kriegst du eine Blasenentzündung. Ich habe gedacht, sonst mache ich das Ding dreckig mit Straßenschuhen. Hä? Eis? Das schmilzt doch wieder weg. Dann kannst du das ja, einfach nein, wegen mitnehmen. Deinem weißen Teppich. Quarzblock. Professionelle Bodenleger hier. Ja. Ja. Boah, jetzt ist die Bude aber auch sehr weiß. Mhm. Okay. Dein ist noch. Ach nee, da ist doch kein noch. Muss man aber überlegen. Ah nee, das war woanders. Ich habe keine Musik nebenbei laufen. Soll ich was reinmachen später? Ich glaube eher nicht, ne? Das mache ich bei dem anderen Kram, den wir noch vorhaben. Nee, nicht so Musik. Wie sieht das eigentlich gerade aus in der anderen Perspektive? Komisch. Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Hm? Was? Ich? Nein, nein, nie mehr. Das habt ihr noch nie getan. Nein. Striche. Druckplatte. Ganz viele Striche. Was ist denn das? Das habe ich mich gerade auch gefragt, was das ist. Nein, nicht das. Das weiß ich ja, was das ist. Wie kann man ja gar nicht mehr mit seinen Füßen zwischen? Nee. Du musst ja auf den Tisch, zwangsweise auf den Tisch legen.
Ja, okay, komm Das schon. sieht aber auch sehr Pascha-mäßig aus mit dem goldenen Tisch. Porno, Ist der yeah. Gold? Ja. Ja, das ist eine Guck dir mal goldene den, guck dir mal Druckplatte. den Tisch an und das Sofa. Das passt schon mal gar nicht. Echt? Ist das eine goldene Druckplatte? Bei Ja, mir das ist eine steht da. gewichtete Druckplatte. Das ist die, die leichte Gewichte misst, und dann gibt es noch die metallgewichtete Druckplatte, und die ist für hohe Gewichte. Ich will eine Goldküche. Oh ja. Und wenn ihr reinkommt, nehme ich Geld. hat was, ne? Und in meinem Texture Pack ist das hier jetzt noch prolliger. Nee, das sieht bei mir schlimm aus. Das geht Oder nicht. Kann ja mal dort hier. Jo, wenn eine Da. Wohnung frei bleibt, richten wir die total bekloppt ein. Mal eben Texture Pack wechseln. Einfach um zu gucken, wie es mit dem anderen aussieht. Jetzt habe ich's weg hier. Ach so, oh. Ah nee. Ah Grün, nee, grün das sieht passt nicht so gar schön nicht. aus. Was wird denn passen? Sind so schöne Steine bei mir halt, deswegen habe ich das. Ja, je nachdem ist ja Wolle dann auch manchmal ein bisschen blöd, ne? Man könnte ja auch das machen. Also das Texture Pack Edelstahlküche. eignet sich nicht für moderne Häuser. Da passt jemand Nee. anderes, dann ist es besser. Das passt für mittelaltermäßiges und für Hier, modernes, aber rote das hier Küche. irgendwie nicht. Wow, was ist das? Redstone? Redstone Ich Block? weiß es gerade. Warte mal. Boah. Redstone, ja, genau. Das sieht jetzt bei mir super, super geil aus. Das leuchtet richtig. Das ist jetzt so eine, also das Rote hier wäre jetzt so eine Glanzrotküche oder sowas. Ach ja, so ein Hochglanzküche, ne? Oh mein Gott, ein Fingerabdruck! Mach ihn weg! Ja, okay, ich mach ihn weg, so. Es gibt doch noch, warte, hier so ein, ach, Moment. Oh, Das Metallküche. sieht dann auch komisch aus. Ach, hier, sowas, weißt du? Mit so einem. Die kannst du aber Oh. nicht aufmachen. Nee, echt nicht? Warum kann ich den nicht aufmachen? Da musst du einen Schalter für haben oder einen Ja, dann mache Knopf. ich doch einen Schalter dran. Mensch, komm, wir hauen hier raus. Wir haben eine Eisenküche. Können wir auch einen Knopf dran machen, ey. Ah, es gibt aber nur Stein und Holz. Nee, es gibt doch so einen Knopf, wie er hier oben an der Toilette hat. Das ist jetzt natürlich voll kacke. Kann ich den auch hier machen? Jo. Zeig dir doch mal den Knopf, den du oben hast. Also, der ist aber aus Stein. Ach so, der ist aus Stein. Ich dachte, der Ah, wäre auch so okay. aus so einem Eisengedönte. Nee, der ist aus. Na gut, das passt. Bei mir passt das. Ja, ich find's jetzt auch optisch gut. Hier ist ein Scharfschütze. Der beobachtet uns. Oh ja. Oh, ich Zeig habe gerade ein dich an. anderes Spiel gespielt, Leute. Hier sind Scharfschütze. Wie der sich da jetzt so. Ja, komm, lass uns über was anderes unterhalten. Ich beachte ihn gar nicht. Soll er wer sein? Das geht gar Ich habe das nicht. Schwert einfach mal so in der Hand. Genau. Das ist Zufall. Ich muss gleich noch meine Figur wechseln und dann zeige ich Sandra mal was. Ich weiß, was du machst. Ich gehe dann voraus und teleportiere euch dahin irgendwie. Oder am besten du gehst mit und wir teleportieren Sandra als Überraschungseffekt dorthin.
Ja. Weil ich weiß ja nicht, wie das funktioniert mit dem Teleportieren. Soll ich dafür auch den Skin wechseln? Ich habe aber noch einen anderen, den ich noch gar nicht ausprobiert habe. Ja, mach mal. Dann stellen wir uns alle in schönen Pose und dann. Ja, machen wir aber gleich, ne? Erstmal Ja, hier fertig, ja. oder? Das kommt dann als Special Effekt hinten an die Folge dran. Also nicht abschalten, Leute. Es kommt noch was. Nach dem Abspann geht's noch weiter. Abspann? Hä? Vielleicht sollte ich mal einen machen. Abspann. Total sinnlos, aber warum nicht? Kommt bestimmt auch gut, wenn man irgendwie so eine Playlist laufen hat, wie ich das ja manchmal einfach so nebenbei. Und jedes Mal darfst du jetzt nach 5 Minuten Abspann angucken, dann nach jeder Folge noch zusätzlich. Und immer der gleiche. Ist der Abspann länger als alles andere? Ja, das sowieso. Das ist ja bei jedem Call of Duty mittlerweile so, wenn du die Story spielst. Ja, nee, das war jetzt übertrieben gesagt, aber, ne? Geht ja, da spielst du 4 Stunden Story und dann hast du da noch eine Stunde Abspann. Weißt du Bescheid? Hast du die Hälfte von Abspann bezahlt? Die Leute wollen auch mal erwähnt werden. Ja, und die Leute, die in Singapur die Vermarktung gemacht haben und die Leute, die in Australien die Vermarktung gemacht haben und Leute, die da irgendeine Text, eine einzige Textur, aber dann das gleiche Studio, ein ganzes Studio dafür und ach, der Publisher, ja, der hat 20 Milliarden Standorte auf der Welt, die werden alle mal erwähnt und ja, das dauert dann, ne? Ich glaube, Diablo 3 hat auch so einen ewig langen Abspann. Was denn noch? Mass Effect geht, glaube ich, noch mit 15. Du hast allen Ernstes mal jeden Abspann auf die Minute geguckt? Nee, ich hetze das jetzt gerade mal so ein. Ich weiß ja, bei Mass Effect gibt es ja die Abspannmusik teilweise auch in den Soundtracks. Und ich glaube, der erste hatte. Ja, jetzt baust du mich ein, okay. Keine Ahnung, der erste hatte, glaube ich, 7 Minuten extra dazu und noch was anderes dazu, ne? Keine Ahnung. Schlag ihn dafür. Hä? Warum? Was mache ich? Aber in dem Modus ist ja nur Streicheln drin. Hä? Wurde ich hier gerade zum Streicheln? Ja, du wurdest gemassenstreichelt. Noch wurdest du gestreichelt. Hä? Kommt da noch mehr? Wir reden gerade über den Abspann. Ich mache ja erstmal den Boden komplett gleich und baue die Wand gleich wieder hin. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gerade irgendwas ansprechen soll. Irgendein neues Thema, worüber man sich unterhalten kann, während hier noch gebaut wird. Nein, das sage ich jetzt nicht. Was denn? Sag doch. Nee, ich hatte einen bei mir auf der Arbeit in der Pause. Da habe ich mich mit dem unterhalten und er hatte währenddessen WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Und dann hatte ich irgendein Wort erwähnt und da sagte er dann, was war das denn nochmal? Wie unhöflich, du redest mit ihm und er schreibt WhatsApp. Ja, auf jeden Fall habe ich irgendein Wort erwähnt und er hat es dann geschrieben. Und jedes Mal, wenn ich gesehen habe, dass er per WhatsApp geschrieben hat, stand ich daneben und meinte, Geschlechtsverkehr, Geschlechtsverkehr. Also, wie Aber damals er mit hat dem es nicht Pferdepimmel, geschrieben. oder wie war das? Du musst dann irgendwelche, musst dich einfach ganz normal mit ihm weiter unterhalten, irgendwelche Worte wie selbstverständlich dann da einfließen lassen. Ja, schreibt Sandra mir letztes Mal irgendwas mit Pferde oder Ponypimmel oder so. Und ich nur so, hä? Warum schreibst du mir das? Was machst du gerade? Ja, du bist wenigstens so lustig und nimmst mich nicht voll, hör mal. Andere Leute weisen mich direkt ein. Ich habe mir gedacht, ach, Sandra hat gerade Spaß mit dem Pony.
Auf der Arbeit. Ja, neue Arbeit. Wird besser bezahlt. Du Kacke. Ist das nicht illegal in Deutschland? Weiß ich gar nicht. Nur wenn man drauf wettet. Wer kommt schneller? Mensch oder Pferd? Zur Arbeit natürlich. Wie würde das eigentlich aussehen, wenn ich mit einem Pony zur Arbeit reite? Wir haben ja immer so Parkplatzprobleme. Dann binde ich das vorne an der Tür an, sag dem Pförtner, jo, 8 Stunden bin ich wieder da.